Wir befinden uns hier im Haus der Heimat. Ich lade ein Herrn Diplom-Ingenieur Rudolf Reimann zu einem Interview. Herr Reimann ist Donauschwabe, Vorsitzender der Donauschwäbischen Arbeitsgemeinschaft in Österreich, und wir haben ein Interview vorbereitet. Es geht hier in erster Linie um Serbien. Serbien möchte der Europäischen Union beitreten. Und in der Meinung der Donauschwaben gibt es noch historische Problemfelder, die im Zuge dieses Erweiterungsprozesses erörtert werden sollen. Meine erste Frage, Herr Reimann: In welchem Land sind Sie geboren und aus welcher Stadt kommen Sie ursprünglich? Ich selbst wurde in Jugoslawien geboren, in der Vojvodina, in Neusatz, Novi Sad heute. Ich wurde 1934 geboren und habe dort meine Kindheit verbracht. Und als Kind habe ich natürlich Freunde gehabt, serbische Kinder, jüdische Kinder, ungarische Kinder, und wir haben uns eigentlich alle immer verhältnismäßig gut vertragen. Bis diese Katastrophe des Jahres 1944-45 eintrat und wir die Heimat verlassen mussten. Heute leben Sie in Österreich. Sie haben das kurz angesprochen. Sie haben die Heimat verlassen müssen, sind österreichischer Staatsbürger geworden. Was sind die Ursachen gewesen? Warum haben Sie Ihre Heimat verlassen müssen? Zu Ende des Zweiten Weltkrieges hat man natürlich gehört, dass die Front immer näher gekommen ist. Und man hat natürlich auch gehört, welche Gräueltaten hier im Zuge dieser Fronterweiterung Richtung Westen passiert sind. Sowohl von russischer Seite als auch von Seite der Partisanen. Und da war unser Gedanke der erste, dass wir das Land verlassen müssen. Wir müssen weg, bis die ganze Situation sich geklärt hat, und haben eigentlich Hoffnung gehabt, dass wir wieder in unsere alte Heimat zurückkommen können. Und so hat mein Vater es organisiert, dass wir mit einem Pferdewagen von Neusatz über Budapest, Steinamanger, Sopron nach Wien und letzten Endes nach Melk gekommen sind, wo wir als Flüchtlinge zunächst aufgenommen worden sind. Man muss sich vorstellen, dass diese Zeit für uns eine sehr schwere Zeit war. Es war Winter, der Winter 44-45 war ein sehr strenger Winter, und wir als Kinder sind auf dem Wagen gesessen und haben also hier unser Leben verbringen müssen, immer in einer anderen Ortschaft. Und in Emmersdorf selbst, wie wir angekommen sind, in Melk, ist es so gewesen, dass wir natürlich Eindringliche waren. Wir waren auf einmal Leute, die zerlumpt hierher gekommen sind, nichts gehabt haben, außer das, was sie am Leibe getragen haben. Und wir haben also den Österreichern selbst das Essen natürlich weggegessen, was die nicht sehr gut gutieren konnten. Das heißt, wir wurden zunächst als Eindringlinge, als Fremdlinge unbekannter Art aufgenommen. Teils hat es Leute gegeben, die uns sehr gut behandelt haben. Teils hat es natürlich Leute gegeben, die uns auch sehr schlecht behandelt haben. Sodass wir hier am Anfang eine sehr, sehr schwierige Zeit durchmachen mussten. Die meisten Donauschwaben waren ja Bauern, reiche Bauern. Sie haben gesagt, sie sind nach Österreich gekommen. Was ist mit ihrem Besitz passiert? Mit den Häusern, mit den Feldern, mit den Äckern? Wir waren ja, wie ich schon gesagt habe, von dem Gedanken beseelt, dass wir nach Ende des Krieges, wenn sich alles beruhigt hat, wieder in unsere Heimat kommen konnten. Allerdings ist es dann durchgesickert, dass unsere Landsleute, unsere Menschen, die unten geblieben sind, die eigentlich gesagt haben, so auch meine eigene Tante: Wir haben ja niemandem etwas getan, warum sollen wir weggehen, es wird schon nichts passieren. Wir haben den Ersten Weltkrieg hier überlebt und wir werden das auch überleben. Es war ein großer Irrtum. Die Leute wurden alle zusammengefangen. Zum Teil hat es die Aktion Intelligenzia gegeben, wo die Leute in den Ortschaften zusammengefangen worden sind und von Partisanenverbänden dann ermordet wurden, in Massengräbern geschüttet wurden und einfach umgebracht worden sind. Die zweite Sache war die, dass die Leute in Lager gekommen sind, in denen sie natürlich also sehr schlecht behandelt worden sind, in denen auch sehr, sehr viele umgekommen sind. Es sind über 60.000 Tote unten zu verzeichnen gewesen, und das war natürlich eine Katastrophe für diese Menschen. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch kräftige Männer, die noch unten geblieben sind, nach Russland deportiert, sozusagen, wo sie dann Zwangsarbeit machen mussten. Also das Schicksal der Leute, die unten geblieben sind, war ein sehr schlechtes Schicksal und ein großer, großer Blutzoll. Und so ist es auch nachzuweisen,
dass eigentlich wir Heimatvertriebene, die am Krieg völlig unschuldig waren, mit dem wir nichts zu tun gehabt haben, dass wir eigentlich den größten Blutzoll hier leisten mussten. Wir haben das gesamte Vermögen verloren. Er hat es eigene Gesetze gegeben, die sogenannten Avner-Gesetze. Wir haben das gesamte Vermögen verloren, wir wurden enteignet, die Staatsbürgerschaft wurde uns aberkannt und wir wurden in Vernichtungslager gesteckt, wo ein Großteil unserer Menschen umgekommen ist. Hat nach dem Ersten Weltkrieg rund 500.000, 550.000 Donauschwaben gegeben. Wenn Sie sagen, die Hälfte von ihnen ist in der Heimat geblieben, wie viele sind dann nach Österreich gekommen? Nach unseren Schätzungen ist es so, dass, und nach amtlichen Schätzungen, dass etwa 200.000 Menschen, Donauschwaben vor allem, neben anderen Flüchtlingen, nach Österreich gekommen sind und hier natürlich eine Überlastung da war. Österreich konnte das alles nicht verkraften. Und so hat es eigene Aktionen gegeben, dass viele von denen, die nach Österreich gekommen sind, dann in der Folge weiter nach Deutschland gebracht wurden, wo sie dann auch heute eine neue Heimat gefunden haben. Dass es Donauschwaben gegeben hat, sehr viele, die in die USA ausgewandert sind und dort eine neue Heimat gefunden haben. Ja, wir haben sogar Donauschwaben, die nach Brasilien gekommen sind, Entre Rios, Donauschwaben nach Australien, Donauschwaben nach Argentinien. Und so wurde ein Teil der Donauschwaben in die ganze Welt zerstreut. Und in Österreich selbst sind vielleicht heute noch etwa 130.000 Donauschwaben, die in unserer Organisation fest zusammengeschlossen und organisiert sind. Organisationen, Sie haben das Stichwort schon genannt. Wie haben sich die Donauschwaben dann in Österreich organisiert? Politisch oder welche Vereine sind gegründet worden? Die Situation zunächst war, wie ich schon geschildert habe, eine sehr triste Situation. Wir sind Eindringlinge, wir waren Fremde und wir mussten uns einfach irgendwie selbst helfen. Wir haben keine Staatsbürgerschaft bekommen, wir haben keine Arbeitserlaubnis gehabt. Wir mussten einfach in der Landwirtschaft ein bisschen mitarbeiten und wir mussten am Bau mitarbeiten. Österreich war ja ein zerstörtes Land, musste aufgebaut werden. Und hier hat man unsere Menschen natürlich mit Sondergenehmigungen arbeiten lassen, weil ja die eigenen Österreicher zum Großteil im Krieg gefallen waren und in russischer Kriegsgefangenschaft waren. Insofern waren wir willkommen, aber sonst auch schon nicht allzu viel. Natürlich musste man dann in dieser Notsituation eigene Organisationen schaffen. Und das ist auch gelungen. Es wurden in allen österreichischen Bundesländern, in Hauptstädten, eigene Verbände, eigene Vereine gegründet, die dann in der Folge auch einen Zusammenschluss gefunden haben in der sogenannten Donauschwäbischen Arbeitsgemeinschaft, die eine Dachorganisation über alle donauschwäbischen Organisationen sind. Natürlich darf nicht unerwähnt bleiben, dass Leute, die aus der gleichen Ortschaft hierher gekommen sind, sogenannte Ortsgemeinschaften gebildet haben. Diese Ortsgemeinschaften sind aus den verschiedenen Ortschaften der Vojvodina zusammengewürfelt worden und die haben sich einen eigenen Bürgermeister, wenn man so sagen will, gewählt, einen Ortsvorsitzenden. Und diese Ortsgemeinschaften existieren natürlich heute auch noch. Und diese Ortsgemeinschaften haben auch sehr enge Kontakte heute, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, nach dem Fall des Kommunismus, sehr enge Kontakte mit den Bürgermeistern, mit den Ortschaften in der Vojvodina und haben hier eine gute Zusammenarbeit gefunden. Also die Donauschwäbische Arbeitsgemeinschaft als Dachgemeinschaft, Dachorganisation. Zwei Fragen dazu. Welche Funktion haben Sie dort und was waren die Hauptziele dieser Donauschwäbischen Arbeitsgemeinschaft in Österreich? Die Hauptziele waren natürlich in erster Linie den Menschen hier, den Flüchtlingen zu helfen. Das war eine ganz wesentliche Sache. Wir mussten politisch agieren, wir mussten versuchen, dass wir eine arbeitsrechtliche Gleichstellung bekommen in Österreich, sodass jeder in seinem erlernten Beruf arbeiten konnte, was übrigens für Österreich ein großer Vorteil war, weil hier ein sehr starkes Potenzial gekommen ist. Und wir mussten versuchen, dass wir auch Staatsbürger werden, denn ein Nicht-Staatsbürger hat es immer sehr schwer, aber ein Staatsbürger hat natürlich alle Rechte, natürlich auch alle Pflichten, die wir sehr wohl wahrgenommen haben, zu erfüllen. Das waren die ersten Organisationen. Hilfe, politische Situation bereinigen. Und hier muss gesagt werden, dass Österreich diesen Organisationen sehr positiv gegenüber gestanden ist, weil das war ja ein Wählerpotenzial. Und dieses Wählerpotenzial war natürlich interessant,
relevant für die einzelnen Parteien. Und so hat jede Partei für sich versucht, natürlich hier eine gewisse Hilfestellung zu geben. Und das hat für uns einen guten Aufschwung gebracht.